Herzlich willkommen zurück in Valiant Hearts. Ja, wir sind in Ypern. Ich habe mal für diese Aufnahme die Bitrate, mit der ich aufnehme, reduziert. Und wird mal sehen, hoffentlich knistert es jetzt nicht mehr. Ich bin fast gesund, noch ein bisschen verschleimt. Ich hoffe, ich rotze nicht so rum wie das letzte Mal. Und im Hintergrund kann es sein, dass ihr ab und zu mal das Rauschen von einem Ventilator hört. Aber ganz ehrlich, ey, es ist so heiß im Moment. Es geht gar nichts anders. Ja, Ypern war eine belgische Stadt. Dreh- und Angelkreuz für Eisen. Drehkreuz, nicht Angelkreuz. Straßen-, Eisenbahn- und Kanalschifffahrtsverkehr von zentraler strategischer Bedeutung. 1914 wurde es schon Ziel heftiger Bombardements und 1915 folgte dann der Beschuss mit Giftgas durch die Deutschen. Am Ende war die gesamte Innenstadt einschließlich der prachtvollen Kathedrale dem Erdboden gleichgemacht. Der technische Fortschritt. Der Beginn des 20. Jahrhunderts ist geprägt von einer rasanten technologischen Entwicklung, das Ausmaß des Krieges und die industrialisierte Form der Kriegsführung brachten Neuerungen in nahezu allen Bereichen. Zunächst natürlich in der Militärtechnik. Flugzeuge, Unterseeboote, Zeppeline und Panzer. Aber auch die Medizin konnte bedeutende Fortschritte verbuchen, etwa auf dem Gebiet der rekonstruktiven Chirurgie, der Hygiene und der Radiologie. Nicht zuletzt dank der Arbeit von Marie Curie, die tausend Röntgenaufnahmen von Verwundeten machte. Ja, und sich dann auch selber verstrahlt hat. Gucken wir uns mal Ypern an. Was kann man denn alles sammeln? Einiges wieder. Händen wird Hilfe gebraucht, okay. Dann gucken wir mal rein. Das geht nicht. Okay, da können wir auf jeden Fall hoch. Was haben wir denn hier? Brief eines schottischen Soldaten, 19. April 1915. Lieber Freund, ich bin in Ypern in Belgien, einer Kleinstadt, die vor dem Krieg sehr schön gewesen sein muss. Das Bier hier ist auch nicht von schlechten Eltern. Allerdings würde ich jetzt lieber mit dir ein L runterspülen, alter Freund. In 2 Tagen bin ich an der Front. Pass auf dich auf und grüß meine Familie. John McCormick. Er ist ja Kenny McCormick hier, oder? Vielleicht der Urgroßvater von Kenny. So. Hammerhart. Ach ja, jetzt geht das Minispiel wieder los. Dreimal drücken reicht nicht, man muss 30 Mal drücken. Und dann sollte man beatmen können, beatmen. Aber merkt euch lieber 30 Mal drücken, kurze Pause, 30 Mal drücken. Holzdeckel. Holzdeckel mit Schnur, ein gewöhnliches Spielzeug der Zeit. Während des Krieges wurden auch die Spielzeuge kriegerisch. Mit Brettspielen konnten die Kinder berühmte Schlachten nachspielen, während andere Objekte den Gegner schmähten. Nach dem Krieg wurden die Spiele und Spielzeuge wieder friedfertiger. Gibt's hier noch was? Nee. Ja. Das ist doch schön. Passiert da noch was? Nee. Da brauchen wir einen Schlüssel. Achtung, da ist der Tod. Aber schön, dass du die Schlüssel hast. Jo, da ist immer noch der Dom.
passiert, wenn ich hochgehe? Okay. Gehen wir erstmal langsam rüber. Haben wir schon mal ein Zahnrad. Okay, so kriegen wir das noch nicht kaputt. Auch so noch nicht. Ist da noch was? Nee. Entschuldigt. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. So. Hauen wir hier erstmal das eine rein. Erstmal sammeln. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch ein letztes. Haha. Alles klar. So, dann lassen wir mal die Glocken läuten. Aber so nicht. Das sieht doch gut aus. So, und ich glaube, ich weiß, was passiert. Ja, hoffentlich stand jetzt keiner drunter. Ja, das war doch schon mal gut. Jetzt gucken wir auch mal runter. Ich dachte gerade erst, da kommt jetzt noch mehr Giftgas rein, ey. Lol. Ich gucke immer in die Ecken übrigens, ob da noch was versteckt ist. Jetzt wollen wir dem erstmal wieder helfen. Erstmal wieder ein bisschen Pfefferminzöl. Oh, beide. Das tut weh. Ja. Jo. Oh, wir kriegen wieder was. Zerbrochener Krückstock. Der Knauf ist alles, was von diesem Krückstock noch übrig ist. Der Stock wurde aufwendig geschnitzt und ist ein Andenken an die Gräben. Leider ist ein zerbrochener Krückstock für niemanden von Nutzen. Ach nee. Mann, das ist ja... Ach, warte mal, hier kommen wir raus. Oder? Ja. Hier sind wir auf der Seite. Boah, ey. Ich lauf mal lieber. Und wieder ins Haus. SOS, SOS. SOS. Erstmal vielleicht rüber gucken, was passiert hier. Okay, das kann ja eigentlich nur richtig sein, wenn wir den da hinschieben, ne? Okay. Ja, ich komme gleich zu dir. Ich möchte einmal noch hier hingucken, was passiert hier. Erstmal in den Schrank. Oh, und der Schrank ist leer. Hey, eine Tasse. Eine Bettpfanne. Latrinen fanden sich normalerweise außerhalb des Hauses im Hof. Daher benutzte man nachts Bettpfannen. In gut situierten Haushalten wurden
die Diener mit dem Leeren der Bettpfannen beauftragt. Jo. Immer schön oben hin bis zum Ab. Schön abgestrichen, ey. So, das war schon mal gut. Warum auch immer. Aber jetzt gucken wir mal. Ich dachte gerade erst, ich würde durch die Wand glitschen, aber. Ne. So, Madame. Ich bin unterwegs. Da hat doch gerade was geblinkt, ne? Oder kam mir das nur so vor? So, was passiert jetzt hier? Ah. Stereoskopische Kamera. Eine Kamera, die gleichzeitig zwei Bilder auf Glasplatten einfängt und so dreidimensionale Bilder ermöglicht. Der Einsatz dieser Kamera war relativ verbreitet, da sie klein und leicht zu transportieren war. Was soll ich mir vorstellen, ey? 3D-Technik zu der Zeit schon. Aber mit der über die stereoskopische Kamera wurde übrigens die Landung in der Normandie ermöglicht, dadurch, dass man so 3D-Ansichten des Landungsstrandes erzeugen konnte. So mal als kleine Nebeninfo. Kann ich der Frau jetzt gar nicht helfen, oder? Was, wie soll man der denn helfen? Ah, die brauchen eine Leiter, ne? Ah, vielleicht kriege ich ja noch eine. Da, guck mal. Da steht auch eine Nummer. 2, 6. 1, 4. Habe ich einen Stift hier? Okay, dann muss ich sagen, jetzt 4, 6 von der Reihenfolge. Okay. Vier, sechs, acht. Vier. Sechs. Acht. Vier. Sechs. Acht. Hä? Habe ich was falsch gemacht? 3 ist 8. Muss ja gerade gucken, ob ich noch links und rechts herausfinden muss. 1 ist 4. 4, 6, 8. Und beide, die stehen beide auf der rechten Seite. Und die auch. 4, 6, 8. Ah. Aha. Was haben wir denn hier? Oh, das ist der Geheimkeller oder wie? Was haben wir hier? Chemische Formel. 2 Chlorid und 2 H2O sind gleich 4-mal Salzsäure und einmal O2. Ja, Chlorwasserstoffsäure. Muss man nicht weiter erklären, ne? Kriege ich die jetzt nicht gerettet? Okay. Ich glaube, ich kriege sie doch gerettet. What the fuck, ey? Hat einfach mal so ein paar Stabgranaten da im Keller. Oh, lol. Oh, oh. Auf den Boden bitte legen. Ja, aber nochmal SOS sagen.
Hallo, lass mich laufen. So, am liebsten würde ich einfach die Mauer wegsprengen, ne? Aber gucken wir erstmal noch. So, ach ja, genau, hier war das Teil. Auf jeden Fall sehr Atmo-Musik hier. Gucken wir mal, ob das reicht. Ich glaube nicht. Doch! Und hat auch gleichzeitig unten den Gang durch weggesprengt. Sehr schön. Erstmal den Chlorwasserstoff aus dem Hals spülen. Und wieder ein bisschen Pfefferminzöl. Wunderbar. Komm. Ja, wunderbar. Vielleicht wegen dem Fehler gerade meine Rippe gebrochen, aber... Von der Gouvernante erfuhr sie, dass ihr Vater, ein angesehener Wissenschaftler, von Baron von Dorf verschleppt worden war, um seine Forschung in den Dienst des Krieges zu stellen. Anna machte sich auf die Suche nach dem Baron und traf dabei auf Emil und Frieden.